Mann, bla bla bla, mit der habe ich schon geredet, glaube ich. Mach keinen Unsinn. Mach keinen Unsinn, wir behalten dich im Auge. Ein falscher Schritt und du hast mir eine Klinge im Bauch. Yay. Hallo, danke, Wart, was machst du denn hier mit Zöpfchen? Der edle Herr hier ist so gebildet, da kann ich nicht mithalten. Warum hast du ein Ausrufezeichen im Kopf? Wie ich sehe, suchst du Arbeit. Wenn du willst, kannst du für mich einen kleinen Auftrag erledigen. Es ist ganz einfach. Du sollst den Kammerjäger spielen. Eine Ratte unschädlich machen, der mir einen Dorn nimmt, eine Ratte unschädlich machen, der mir einen Dorn im Auge ist. Die Grammatik ist auch mal wieder volle geile Sache. Wen muss ich töten, hat er dir gerade gesagt. Du Depp, was sind die Ratten? Es geht um ein wunderschönes Mädchen, das im Haus neben den Innen hier wohnt. Ich will dieses Mädchen zur Frau nehmen. Jedoch hat sie schon einen Mann. Ich will, dass du ihn tötest, damit ich mir die Kleine angeln kann. Du kriegst von mir 4.000 als Anteilung und 4.000 danach, wenn der Auftrag so erfolgreich war. Du Schwein. Wie feige ist das denn? Das ist mal wieder typische Leute, wie ihr seid. Ich sage dir eins, Opa. Wenn du den Beinen an den Haar kommst, hack ich dir deine Nudel ab. So was machen wir doch nicht. Weißt du überhaupt, wer ich bin? Auch wenn du so ein hohes Tier bist, mich juckt das nicht mehr. Ich hab schon genug Ärger am Stecken. Du kommst mir bekannt vor. Wachen! Oh oh. Das war vielleicht keine so gute Idee. Greifen wir normal an, dann machen wir. Ich weiß nicht. Ich würde mir gerne fürs Heilen Sachen aufheben. Wir greifen normal an. Die werden auch nicht schnell sterben. Jupp. Werden sie. Da, dann hast du. Wir könnten aber mit dir. Nee, wir greifen nochmal an bei dir. Da, da, dam, da, dam, dam, da, dam. Ja, machen bloß nicht viel Schaden, ne? Da, dam, na gut, außer die treffen nicht. Machen sie es bei eurer Legramme Schaden. Naja. Da, dam, 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 da, dam, dam, da, dam, dam, da, da, dam, dam, da, dam, da, dam, da, dam, dam. Aua. Die. Du könntest eben mal heilen. Ach, dann erlegst du dich nochmal doch eben. Und du kannst den da an. 11 Schaden, geil. Und du kannst den jetzt an. Na gut, du hast noch genug KP, denke ich mir mal. Und der ist tot, Auri hat sogar getötet. 175 Erfahrungspunkte und geile Mon. Naja. Ding. Das Ausrufezeichen ist jetzt. Ich habe nichts gesehen. Ja, hast du nicht. Und, jetzt hast du ein Ausrufezeichen über den Kopf. Es scheint so, als würdest du dir deine eigenen Regeln machen. Mein Name ist Saseo und ich bin ein Sperrkämpfer auf Wanderschaft. Ich ziehe durchs Land, um andere gute Kämpfer zum Duell auf Leben und Tod herauszufordern. Ich würde mich freuen, wenn sie sich mit mir duellieren. Leider geht das nicht. Ich habe mir vom letzten Kampf fast am Fuß zugezogen. Aber du könntest mir helfen. Ich habe letztens im Wald quartiert und in der Nacht stahlen Flunkeaffen mein Schwert. Ich würde es selber holen, aber mein Bein erlaubt es mir nicht. Du könntest mir das Schwert zurückbringen. Ich wäre dir sehr verbunden. Kein Problem, ich hole dir dein Schwert wieder. Wo sind die Affen? Sie befinden sich im Wald nahe dem Hafen. Ah, okay. Warum ist er mir noch das Ausrufezeichen über seinem Kopf? Geile Scheiße. Und was ist mit denen? Die sind wahrscheinlich besoffen. Ich glaube, die können gar nicht mehr stehen. Was sagst du? Kommt, meine Herren, trinken Sie noch einen. Dann gehen wir hoch. Na gut. Möchte die Nacht nur 50 Mon die Nacht? Ja, bei Nacht machen wir. Suchen Sie sich ein Zimmer aus. Wir haben genügend zur Verfügung. Was? Warum ist sich ein Shop aufgeploppt? Was? Egal, ich laufe mal in die Küche. Darf ich einfach so. Ich will später Meisterkoch werden, aber bis dahin ist noch ein langer Weg. Jupp. Hey, was machst du hier? Mach, dass du hier wegkommst. Ja, ich komme einfach so rein, auf einmal. Ich habe, ja. Wie kommt sie eigentlich in die Kühe rein? Was soll er? Oh Mann. Na gut, übernachten wir mal eben schnell, weil wir angeschlagen sind ein bisschen.
Und dann haben wir noch ein bisschen Aufnahmezeit und kommt man da mal. Das ist dann verdammt viel zu tun noch. Holy moly. Ja, die Textboxes. Schön, dass die Textbox immer noch da ist. Also die Bugs, die häufen sich immer mehr. Meine Güte, ist ja schlimm, ey. Hallo Süße, hast du nicht Lust auf ein bisschen Zerstreuung? Keine Lust. Ich will sowas nicht. Die hat einen schönen Hintern. Ja. Die alten Knacker vertragen ganz schön viel. Immer diese Sprache hier. Eine Frau für zwei Männer, die denken wohl, die könnten uns mit einer Frau auf Trab halten. Oh Mann. Diese ganzen schweren Bücher machen einen bla 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 bla. Haben wir alle schon. Bla 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 bla. Willst du dich nicht mit mir vergnügen? Vergnügen bestimmt nicht. Ich will bestimmt nicht mit irgendwelchen Huren ficken. Willst du nicht mit hochkommen? Ich bin doch schon oben. Nein, ich. Ficke nicht mit Huren. Ich ficke sonst mit gar keinem hier in irgendwelchen Spielen. Das sind Zustände hier. Eine Nase lang wird man von irgendwelchen Weibern angequatscht. Willst du ficken? Ich bin ja voll geil auf dich. Okay, wo war nochmal der Strand? Da war keine Ahnung. Wo bin ich jetzt hier eigentlich? Was ist hier nur los? Ich bin gerade so anderswo. Nein, natürlich. Irgendwie, keine Ahnung. Oh, zu viele Häuser, zu viele zu labern. Ich und mein Mann sind glücklich verheiratet, aber in letzter Zeit kommen immer wieder Schläger vorbei und stören meinen Verkauf auf dem Markt. Sie machen es über meinen Geliebten lustig. Ich traue mich nicht mal auf dem Markt zu verkaufen. Ja, vielleicht sollte ich mich vielleicht darum kümmern, dann machen die das nicht mehr. Meine Frau und ich haben vor kurzem erst geheiratet. Sie ist die Liebe meines Lebens. Ja, warum ist das nicht irgendwie jetzt in meinem Quest vielleicht mal ausgebaut worden? Ist zwar für irgendeinen fremden Typen ein Schwert aus dem Wald holen, aber sowas Ernsthaftes, was wirklich Welt verbessern könnte, nö, wäre auch nur logisch, ne? Wäre auch nur logisch. Naja. Ah, oh, hallo, Dingens, wie heißt du hier aus Endless Nova? Ich bin letzte Woche 10 geworden, aber in dem Alter muss man für die Familie einkaufen, abwaschen, kochen. Die Jungs haben es eh besser, sie können öfter spielen. Blumen, kaufen Sie Blumen, was soll ich mit Blumen? Warum habe ich Blumen im Inventar? Wozu brauche ich Blumen? Bücher, Fachbücher, Literatur, die Lehren des Buddhas und Konfuzius und der Bestseller was? Blind Fist of the Blues. Alle Bücher im Angebot, schicksalsbegrenzt. Wie teuer ist dein Buch? Fängt bei 50.000 Mann an, hört bei 100.000 Mann auf. Antworte freundlich. Zeigen Sie mal, was Sie haben. Book of Life, Magic Book. Ja. Fick dich, Spieler, das ist immer so teuer. Fick dich. 50.000. Wie lange soll ich denn da bitte grinden für so ein Book of Life? Und erhöht maximal 8,5. Ich habe verdammt viele auf mein Leben. Hätte ich die Meile aufgehoben und nicht angewendet hätte, wäre ich es reich. Der Markt ist nicht besonders groß, aber er hat alles, was er braucht. Ja. Oh, was ist das? Verdammt, da will mir das so machen. Ich muss mir einen anderen Weg suchen. Warum sollte ich da rein wollen? Keine Ahnung. Obst, Gemüse, alle Arten von Naturkost. Geile Scheiße. So. Was? Ja. Bläh. Na komm, mein Sohn wurde gestern eingezogen. Ich muss jetzt immer alleine auf See zum Fischen. Und ich kann bald nicht mehr labern, das sind zu viele Dialoge. Und der Typ schläft. Und hier ist eine Truhe, die ich haben will. Und wahrscheinlich komme ich hier irgendwie da in den Palast oder so. Einmal Kräuterbau. Sehr schön. Aber ich will hier noch nicht hin. Ich will erstmal die Nebenquest mit dem Schwert erledigen. Also nach unten. Die Musik ist irgendwie voll unauffällig. Die bleibt irgendwie nicht im Kopf hängen. Keine Ahnung. So, wo ist jetzt hier bitte ein Wald? Waldiger Wald ist waldig. Und so. Hier vielleicht? Nö. Warum auch? Wald beim Strand. Naja, aber wo?
Aber wo? Und jetzt laufen mir die blöden Krabben hinweg rum. Ich glaub's ja nicht, ey. Ich schlitze euch alle auf, ihr blöden Krabben. Durchdrehen heftigst. Ja, ich bin blöd. Ich weiß. Kann ich hier lang? Ja, ich kann lang. Was ist das? Kyoto-Festung, Rechtsleuchtturm. Krabben. In einem Käfig. Fisch, Fische aller Art zu Superpreisen. Und ich, ja, schön. Nein, ich habe allen zu viel gedrückt. Egal. Dann kommt eine Bestellung. Anscheinend ist der Thunfisch vollkommen erschöpft. Totentun. Der Fischfang läuft ja super. Wir fangen jeden Tag etwa 500 Fische mit den Netzen. Ja, das habe ich, das weiß ich, weil ich nachgesehen habe. Fische, bla bla, Fisch, ich kann nur Fische kaufen. Geil, scheiße. Und da steht dein Zwillingsbruder. Der Fischfang bringt am meisten Profit nach unserer Mine. Naja. Ich hasse den Geruch von Fisch. Ja, warum bist du denn hier? Das ist ja wirklich sehr schlau, wenn du den Geruch von Fisch hast, hier rumzulaufen. Ich muss jeden Mann dreimal umdrehen, da mein Mann beim Fischen von einem Hai erwischt wurde. Ja, dann frage ich nicht, wie die Geld herbekommt. Na egal. Ich vergleiche die Preise der Händler immer, bevor ich irgendwas kaufe. Sag bloß nicht, das kostet ja noch unterschiedlich was, oder was? Mal nachgucken. 80. 80. Ah, halt die Fresse. Nee, das kostet gleich. Ich dachte schon. Na, das wäre sowieso nicht machbar sein, weil da müssten wir für jedes Item einen Slot anlegen. Das wären dann viele verschiedene Items. Schnaps, Sake, alles, was die Leber begehrt. Bambus, Schnaps, Weinkrug und Sake. Das interessiert mich weniger. Ich habe nur genug Heiltränke und sowas Koffein nicht. Warum stehst du in den Weg rum auf einmal? Der macht ans. Achso, okay, mit der habe ich schon gelabert. Irgendwie bla 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 bekannt vorkommen und ich töte dich und wir sterben alle. Obst, Gemüse, Naturkost und sterben archivalisch. Oh Mann, okay. Ja, wie komme ich jetzt bitte zum Wald? Keine Ahnung. Was sagst du denn, mein Freund? Da hinten gibt es einen Inn. Die Schnecken dort sind erste Sahne. Und der entwickelt kann langsam echt kein Deutsch mehr, glaube ich. Und ich laufe wieder durch Holzstäbe. In dieser Stadt ist es so heiß. Wir Soldaten müssen diese Rüstung den ganzen Tag tragen. Ja, ist ja klar, ne? Warum? Weil sonst würdet ihr von mir viel zu leicht vermöbelt werden. Ich frage mich, wozu der Kaiser so viel Eisen braucht. Für Armeen und sowas? Naja, ich habe gerade Pause. Lass mich in Ruhe. Und die Dialoge werden auch immer komischer. Irgendwie einfach so, sondern immer seltsamer und keine Ahnung. Egal, was mir jetzt was zum. Wenn das Affe darstellt. Affen in Kleidung und. Ach, das sind Gegner! Muss ich mir mal sagen hier. Und. Pff, die machen nicht irgendwie schlecht Schaden, ey! Was zur Hölle? Ja, nochmal angreifen. Warum sind die auf einmal so stark? Na, ja, egal. Wow. Alter, halten die viel los. Das ist nicht gut. Ja, ist ja gut, ey, hier. Kackviecher. Mann. Ja, wie verhalten die nach aus? Ich habe jetzt schon mit beiden drauf geklammert. So. Limits. Torso Break. Genau, auf. Ne, ich habe den falschen, glaube ich, angegriffen. Na geil, dann greifen wir den an mit dem Maximal Nabi. Dann kannst du den an. Wie viel HP haben die denn? Sag bloß nicht, dass ich wieder einen Bug. Lass mal eine Heilung, bitte. Das ist schon wieder der Pfeilbär verschwunden. Coole Sache. Stopp bitte endlich. Danke. Mann, ey. Die sind zu stark, viel zu stark, viel zu stark. Es sind auf einmal die Gegner wieder auf dem Niveau von der Mine. Nicht von der Mine, von der Höhle da, wo wir waren, hier bei Sukihiro und so. Warum auch immer, die sind wieder auf diesem Niveau sind. Das ist egal, ich frage nicht nach.
du mir wenigstens. Ja, toll, 90 Erfahrungspunkte. Geile Scheiße, voll viel Erfahrung. Egal, was soll's. Hat sich ja voll gelohnt, gegen die zu kämpfen, ne? Na, komm her. Ja, machen wir die dann noch fertig. Na komm, hallo. Bleib stehen. Bleib stehen, verdammt. Blöder Affe. Nee, also ganz ehrlich. Aber wisst ihr was? Da ich so noch Heiltränke habe, ich will mir das ein bisschen leichtern hier. Da, auch wenn das eigentlich MP-Verschwendung ist, aber naja. So. 90 Erfahrungspunkte nur, Alter. Das ist viel zu wenig, ey. Viel zu wenig. Und was soll ich jetzt hier machen? Oh, hier ist Lagerfeuer. Oh, die Map ist schon wieder zu groß. Viel zu groß, ey. Ich verlaufe mich doch hier. Ich verlaufe mich. Kann ich irgendwas mit den Sachen machen? Nee. Viel zu groß. Wenn hier wenigstens mal gefüllt wäre, dann würde das wenigstens nicht so groß aussehen hier. Ein kaputtes Fischernetz. Warum kommentierst du das extra? Sonst irgendwelche Sachen nicht. Das ist irgendwie, keine Ahnung. Naja. Na, komm, den Einkauf machen wir noch und dann werde ich Schluss machen für heute. Na, bleib stehen. Hallo, bleib stehen. Himmel, ey. Blöde Kackviecher. So, und nee, Äpfel sparen wir uns auf. Brauch's zum Heilen. Da, wir haben viel zu viel HP. Sie muss sich jetzt halt noch mal heilen. Da ist es am Ende schon mal ein Gegner weniger. Naja, sicherheitshalber lieber, oder? Naja, wenn ich Glück habe, sind nur sie angreifen, dann bekommt sie vielleicht wieder ein Limit. Oder auch nicht. Dann stirbt er jetzt nicht. Heil dich mal eben selber, mein Freund. Oh ja, das ist ein voll. Torso Break auf dem da unten. Und noch mal ein Angriff. Ah, wann ist denn der nicht mal tot, ey? Na. Wow, knapp. Naja. Das wird mir schon irgendwie überleben. Ich weiß nicht. Wenn er jetzt angriffen wird, überlebt das nicht. Deswegen mal eben mal einen kleinen Heiltrank. Aber wenn sie angegriffen wird, dann. Ja, ist klar. Natürlich greifst du den falschen Charakter an. Ich hätte nämlich gerne eine Heilwelle. Nochmal Angriff. Das sollte auch Geschichte sein, oder? Ja, sehr gut. Und dafür für den ganzen Aufwand habe ich nur 90 Erfahrungspunkte bekommen. Ist geil, Scheiße, Alter. Na komm, zurück. So. Ich werde es einmal kurz heilen. Fertigkeit, Heilung. Die MPs sind schon wieder alle geil. Na gut, ich mache es erstmal Schluss für heute. Wir sehen uns das nächste Mal bei Let's Play The Blade. Auf Wiedersehen, Leute. Auf Wiedersehen.